Ja, vielen Dank auch von meiner Seite an unseren Vizepräsidenten und an Herrn Malm für die Grußworte, die Sie anlässlich unserer 10. Nutzerkonferenz hier heute überbracht haben. Mein Name ist Katrin Wegemann. Der ein oder andere kennt mich vielleicht aus vorangegangenen Nutzerkonferenzen oder auch, wenn Sie Fragen ans BFR hatten, dann telefonieren wir ja auch gerne mal miteinander. Ja, ich bin von Hause aus Apothekerin und Humantoxikologin und bin hier am Hause die stellvertretende Leiterin der Fachgruppe Expositionsbewertung von gefährlichen Produkten. Die Fachgruppe, die eben für die Bearbeitung der Produktmeldung zuständig ist, und in der Funktion darf ich Sie heute dann auch durch den Tag und durch die Veranstaltung führen. Ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen und auch die Grüße unseres Fachgruppenleiters, Herrn Dr. Herbert Desel, zu überbringen, der heute aus dienstlichen Gründen leider verhindert ist und die Veranstaltung nicht selbst moderieren kann, so wie er es in den vergangenen Jahren gemacht hat. Ja, ich habe nach meinem Studium in der Giftberatung angefangen und habe dort etliche Erfahrungen gesammelt, auch wenn es nun schon ein paar Jahre her ist. Denn seit vielen Jahren bin ich hier am BfR und seinen Vorgängerinstituten in dem Bereich Vergiftungs- und Produktdokumentation tätig. Ich habe sozusagen noch die Zeiten kennengelernt, in denen Produktinformation in Papierform, sagen wir mal, von der Industrie an das Institut gemeldet worden sind und auch an die Giftinformationszentren weitergegangen sind, und habe von daher auch die Entwicklung hin zu der elektronischen Meldung miterlebt und mitgestaltet, und finde das natürlich von daher auch äußerst spannend, jetzt auf europäischer Ebene, also auf einem ganz anderen Level, die Sache zu begleiten und für uns hier in Deutschland auch mit umzusetzen. Ja, die Produktinformationen, wofür werden sie benötigt? Herr Malm hat es ja im Grunde auch schon angesprochen. Natürlich im Wesentlichen, im Kernelement, für die medizinische Notfallberatung in den Giftinformationszentren, für die klinische Toxikologie. Wir haben 8 Giftinformationszentren in Deutschland, die vom BfR mit diesen Produktinformationen eben versorgt werden. Diese 8 Giftinformationszentren beraten ca. so 250.000 Fälle im Jahr, und ein Drittel etwa dieser Fälle betrifft die Produkte, um die es uns hier heute geht, um ihre Produktmeldung. Ein großer Anteil der Beratung in den Giftinformationszentren betrifft natürlich Vergiftung mit Arzneimitteln, saisonal natürlich auch mit Pflanzen, Pilzen und so weiter. Das Spektrum dort ist wesentlich größer. Aber Vergiftungen mit chemischen Stoffen und Produkten sind eben kein kleiner Teil, insbesondere wenn man hier in den Verbraucherbereich schaut. Auf der anderen Seite, mit dem Artikel 45 der CLP-Verordnung ist erstmalig festgeschrieben worden, dass diese Produktinformationen auch für regulative Zwecke, für statistische Analysen genutzt werden können, um verbesserte Risikomanagementmaßnahmen zu etablieren. Wir hier am BfR bekommen darüber hinaus auch ärztliche Mitteilungen zu Vergiftungen eher im Nachgang. Wir führen ja selbst keine akuten Beratungen durch. Wir bekommen ca. 8.000 Fälle im Jahr. Das ist nicht zu vergleichen mit dem, was die Giftinformationszentren beraten. Interessant ist aber vielleicht, dass bei uns natürlich, Basis ist das Chemikaliengesetz, es sich fast immer um chemische Produkte handelt, die hier das auslösende Agent sind, und dass es sich in über 90% der Fälle, die wir bekommen, um Vergiftung oder Unfälle am Arbeitsplatz handelt. Das ist ja ein Bereich, der in der Giftberatung, in den Giftberatungszentren nicht so dominant ist, aber hier am BfR eben bei uns einkommt. Man sieht, dass also diese Produktinformationen durchaus nicht nur für Fälle im Verbraucherbereich, in der Familie, bei kleinen Kindern gebraucht werden. Es passieren trotz aller Arbeitsschutzmaßnahmen natürlich auch immer Unfälle im beruflichen Bereich. Häufig sind dort die Produkte natürlich gefährlicher, verständlicherweise. Und da ist es dann besonders wichtig, dass die entsprechenden Informationen zu diesen Produkten im Giftberatungszentrum vorliegen. Ja, wir haben es von unserem Vizepräsidenten schon gehört, die Produktmeldung national für Deutschland gibt es ja schon sehr lange, die Verpflichtung.
Wir haben angefangen 1990 mit dem Chemikaliengesetz. Dabei ging es dann eben nur um die zunächst um besonders gefährliche Zubereitungen, hieß es ja damals noch, die an den privaten Endverbraucher abgegeben werden. Späterhin sind dann die Kosmetika und die Biozidprodukte dazugekommen. 2007 sind alle Wasch- und Reinigungsmittel meldepflichtig geworden. 2011 gab es dann eine Anpassung des Chemikaliengesetzes an die CLP-Verordnung, sodass dann nicht mehr nur die Produkte, die an den privaten Endverbraucher abgegeben wurden, sondern alle als gefährlich eingestuften Gemische meldepflichtig wurden. Und im Grunde noch haben wir ja das Datum 1.1.2020, wo alle als physikalisch und gesundheitlich gefährlich eingestuften Gemische dann europaweit meldepflichtig sind. Was eine potenzielle Verschiebung des Starttermins betrifft, da werden wir heute im Verlauf des Tages ja noch weiter darauf eingehen. Sie haben ja sicherlich gehört, dass vorgesehen ist, diesen Starttermin für die Meldepflicht der Verbraucherprodukte um ein Jahr auf den 01.01.2021 zu verschieben. Ja, für Deutschland, wie ist der Meldeweg? Im Grunde kennen Sie das, Sie von der Industrie melden an das BfR. Das BfR gibt die Information an die 8 deutschen Giftinformationszentren weiter. Das ist bisher so gewesen und so wird es auch in Zukunft sein. Was das BfR noch mit Ihren Produktmeldungen macht, sofern es sich um Wasch- und Reinigungsmittelprodukte handelt, geben wir ausgewählte Produktinformationen an das Umweltbundesamt weiter. Und was inzwischen eben seit April diesen Jahres realisiert ist, ist, dass Sie von Seiten der Industrie die Meldung eben über dieses neue europäisch harmonisierte Format und das Meldeportal der ECHA machen können und über diesen Weg das BfR die Produktinformationen dann ebenfalls erhält. Neu ist ab Anfang kommenden Jahres, dass das BfR gesetzlich verpflichtet ist, auch die Überwachungsbehörden der Bundesländer darüber zu informieren, für welche Produkte diese Meldepflicht wahrgenommen wird. Ähnlich also dem Verfahren, wie es seit Jahren schon für Wasch- und Reinigungsmittel mit dem Umweltbundesamt ist, so wird ab 1. Januar dieses Verfahren auch mit den Überwachungsbehörden für die Chemikaliensicherheit stattfinden. Ja, diese Tabelle kennen Sie vielleicht alle oder hoffentlich. Im Grunde hat die ECHA hier eben auch eine Übersicht, die sie ständig aktualisiert, herausgegeben, in der für die einzelnen Mitgliedstaaten, also man kann es nicht lesen und Sie müssen es auch nicht lesen, aber hier die Mitgliedstaaten aufgeführt sind und welche nationalen Regelungen getroffen worden sind. Es gibt ja einige Bereiche, die immer noch national dann festgelegt werden müssen. Und was ich Ihnen jetzt hier zeigen möchte, sind die Festlegungen, wie wir sie für Deutschland getroffen haben. Und zwar besteht für Deutschland also die Möglichkeit, dass Sie wählen können, ob Sie in dem neuen europäisch harmonisierten Format, dass Sie, ich sag mal, ab 01.01.2021, auch wenn es noch nicht letzten Endes final gesetzlich verabschiedet ist, aber müssen Sie die Produktmeldung in diesem Format machen. Ob Sie die Meldung dann aber über die ECHA machen, über das ECHA-Portal oder direkt an das BfR schicken für die Produkte, die auf den deutschen Markt kommen, das bleibt Ihnen überlassen. Beide Meldewege stehen Ihnen offen. Seit Ende April diesen Jahres, wir haben es vorhin schon ein paar Mal gehört, sind ja diese Meldungen über das ECHA-Portal möglich. Das BfR nimmt auch diese Meldungen entgegen, bearbeitet sie, sind also sozusagen echte Meldungen und Sie haben Ihrer Meldepflicht damit dann auch Genüge getan, wenn Sie seit Ende April diesen Weg bestreiten. Ja, für Deutschland ist festgelegt, dass die Meldung in Deutsch oder in Englisch erfolgen kann. Andere europäische Sprachen nehmen wir nicht an. Und ein Mix innerhalb der Meldung ist auch nicht gestattet. Also man muss sich dann schon entscheiden, ob man sie in Deutsch oder in Englisch machen möchte.
Ja, nach wie vor verlangt Deutschland keine Gebühren für die Meldung. Das kann in anderen Ländern unter Umständen anders sein. Und was vielleicht auch noch wichtig ist hier, was in der letzten Spalte hier zum Ausdruck kommt, ist, dass Sie das Produkt im Grunde auf den Markt bringen dürfen. Das heißt, Sie haben die Voraussetzung dafür erfüllt, wenn die Meldung beim BfR vorliegt. Also nicht, wenn Sie sie an das ECHA-Portal abgesendet haben, sondern wenn die Meldung beim BfR vorliegt. Es ist so, dass derzeit das BfR sich täglich die Meldung bei der ECHA noch abholt. Zukünftig, ab nächstes Jahr, wird es so sein, dass das ein automatisierter Prozess ist und wir praktisch unmittelbar die Meldung von der ECHA dann bekommen. Ob das der Fall ist, also ob das BfR die Meldung schon hat oder nicht, das können Sie in dem Meldeportal der ECHA einsehen. Wer von Ihnen schon eine Meldung mal darüber gemacht hat, wird es ja gesehen haben, dass da am Ende der Einreichung eine Übersicht erscheint, dass es eingereicht, dass die Meldung ist validiert worden, die Meldung ist dem Appointed Body bereitgestellt worden und die Meldung ist vom Appointed Body abgeholt worden. Ja. Das sind also die nationalen Beschlüsse sozusagen. Und ja, wie das in den anderen Ländern gemacht ist, kann man eben dieser Übersicht hier entnehmen. Alle, sagen wir mal, Screenshots, die ich hier habe oder Dokumente, finden sich sämtlich auf der Internetseite der ECHA, die Herr Malm schon benannt hat, die dort heißt ECHA Poison Center. So, wie gesagt, aus dem Gesagten ergibt sich schon, dass das BfR also sagen wir mal, die Produktdaten in diesem neuen Format, in diesem XML-Format, bei der da I6Z-Dateien entstehen, entgegennehmen kann und auch in die BfR-eigene Produktdatenbank einlesen kann. Ab 1. Dezember werden wir diese Meldung automatisiert auch alle an die Giftinformationszentren regelmäßig weitergeben. Herr Malm sagte schon, dass bei der ECHA eine Validierung stattfindet, die im Wesentlichen eine technische Qualitätssicherung darstellt, in einzelnen Fragen, wo es technisch möglich ist, auch mal inhaltliche Fragen von vornherein abgeprüft werden. Dabei gibt es entsprechende Business Rules und Quality Rules. Werden diese Business Rules verletzt, dann wird die Meldung abgewiesen. Werden Quality Rules verletzt, erhalten Sie eine Warnung. Wir bekommen dann auch eine Information darüber, welche Sachen, sagen wir mal, jetzt nicht zum Ablehnen der Meldung geführt haben, aber wo die Meldung vielleicht nicht ganz korrekt ist. Die Aufgabe des aller Appointed Bodies, aber auch eben des BfRs, ist es dann, eine inhaltliche Qualitätssicherung durchzuführen, was wir hier auch machen, was technisch nicht alles abgeprüft werden kann oder werden wird, ob es kann, sei mal dahingestellt. Also wenn man, weiß ich, 10% Natronlauge drin hat und dann einen pH-Wert von 1 angibt, weil die 4 irgendwo für 14 unterwegs verloren gegangen ist, ne, dann sind das zum Beispiel inhaltliche Qualitätssicherungen, die wir hier durchführen. Und Sie kennen das heute schon von den Meldungen, aber auch zukünftig wird es so sein, wenn uns dort Auffälligkeiten begegnen oder Inkonsistenzen auffallen, wird das BfR sich auch an Sie wenden mit der Bitte um Ergänzung oder Korrektur der Meldung. Ein Erfassungsprogramm oder ja, wie Sie es heute in Form der Excel-Tabelle kennen, wer unser nationales elektronisches Format nutzt, kennt ja vielleicht die Excel-Tabelle, mit der man die Daten erfassen kann, um die Austauschdatei zu erstellen. Ein solches Erfassungsprogramm wird es von Seiten des BfRs nicht mehr geben für das europäische Format. Dafür gibt es einen Editor in UCLID 6, der ebenfalls von der ECHA bereitgestellt wird und der dieses neue europäische Format bedient. Vorausgesetzt, dass Sie nicht eh eine softwaretechnisch integrierte Lösung bei sich im Hause installieren. Ja, einen kurzen Überblick, kurze statistische Angabe zur Einführung noch, wie viele Produktmeldungen haben wir derzeit bei uns vorliegen. Sie sehen, wir haben insgesamt knapp 500.000 Produktmeldungen vorliegen, wovon der weitaus größte Anteil eben die genannten gefährlichen Gemische sind, knapp 300.000. 30.000 Biozidprodukte
Circa 57.000 Wasch- und Reinigungsmittel, wobei man sagen muss, dass es natürlich gerade bei den Wasch- und Reinigungsmitteln auch Produkte gibt, die eingestuft sind, die also sowohl ein gefährliches Gemisch sind, als auch ein Wasch- und Reinigungsmittel. Das sind hier knappe 50.000 plus die guten 50.000, also roundabout 100.000 Meldungen zu Wasch- und Reinigungsmitteln, die uns vorliegen. Und wir haben auch einen erheblichen Teil freiwilliger Produktmeldungen von Ihnen bekommen, was uns natürlich und insbesondere die Giftinformationszentren freut. Wobei der Anteil natürlich von Jahr zu Jahr kleiner wird, je mehr Produkte in die Meldepflicht halt gesetzlich aufgenommen werden. Und wie Sie wissen, besteht ja für Deutschland die Möglichkeit, derzeit noch die Übergangsregelung nach dem Chemikaliengesetz wahrzunehmen, indem Sie nicht für alle Produkte, aber für viele Produkte die Meldepflicht in Form der Übermittlung des Sicherheitsdatenblattes an die ISI-Datenbank wahrnehmen können. Und da ist es derzeit so, dass über diesen Weg etwa 4,5 Millionen Sicherheitsdatenblätter zu Produkten bereitgestellt wurden. So, jetzt hatte ich schon gesagt, dass wir seit Ende April die Meldung auch über das ECHA-Portal entgegennehmen. Wir bekommen von der ECHA dort ja bereitgestellt die Produktmeldungen, in denen angegeben ist, dass das Produkt auch in Deutschland vermarktet wird. Also wir bekommen nicht alle Meldungen, sondern natürlich nur die, wo Deutschland eben ausdrücklich angegeben ist, ganz klar. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen sich damit schon intensiver beschäftigt hat. Ich nehme mal an, viele von Ihnen haben das schon getan oder haben das tun müssen schon. Und von daher wissen Sie, dass das Konzept, was dahinter liegt, ein etwas anderes ist als bei den bisherigen Meldungen. Bisher war es in Deutschland so, dass Produkte gemeldet wurden. Man hat ein Produkt, einen Namen eines Produktes. Dieses Produkt hat eine Rezeptur, hat eine Einstufung, Kennzeichnung, Verpackung und so weiter. Das neue europäische Konzept sieht vor, dass Sie im Kern eine Rezeptur melden. Und diese Rezeptur ist in verschiedenen Produkten drin. Und diese Rezeptur hat eine Einstufung und Kennzeichnung. Ja, während Produkte haben dann wiederum einen bestimmten Verwendungszweck, den sie ausloben. Das ist insofern von Bedeutung, als dass sie ein Dossier melden, was sich auf eine Rezeptur bezieht. Das ist hiermit gemeint. Derzeit, in dem halben Jahr, wo dieses Verfahren eben jetzt schon läuft, sind 1.459 Dossiers von der Industrie über das ECHA-Portal für deutsche Produkte eben gemeldet worden. Da es sich hier um Rezepturen handelt, eine Rezeptur kann ja unter verschiedensten Namen gemeldet werden, also kann es verschiedene Produkte dazu geben. In diesen 1.459 Dossiers verbergen sich bislang 2.678 Produktmeldungen. Und so wie bisher es auch schon möglich war, ist es auch in dem neuen Verfahren ja möglich, Gemisch in Gemischmeldungen zu machen. Das ist natürlich insbesondere im gesamten Private-Label-Bereich von Bedeutung. Aber man kann ja auch ein Konservierungsmittel mit Gemisch zum Beispiel einkaufen und seinem Produkt zusetzen oder sowas, die Gemisch in Gemischmeldung. Und in diesen Dossiers verbergen sich, also in diesen Rezepturen von diesen über 1.400 Dossiers, verbergen sich 353 Meldungen mit Gemisch in Gemisch derzeit. Hier vielleicht noch eine kleine Übersicht. Wie verteilt sich das? Also wir haben bisher 44 Firmen, die ein Produkt gemeldet haben. Wir haben 11 Firmen, die zwei, also Dossiers muss ich sagen, Entschuldigung, nicht Produkte, Dossiers. Ja? 11 Firmen, die zwei Dossiers gemeldet haben. Wir haben immerhin zwei Firmen, die bis zu 100 Dossiers, zwei, die bis zu 200 und sogar auch zwei Firmen, die über 200 Dossiers schon gemeldet haben.